Sie und euch recht herzlich zu unserer Veranstaltung Bezahlbares Wohnen in Berlin, etwa für alle. Wir sind hier in diesem Ort, doch mit sehr rustikalem Charme, sind wir an einem Ort des Geschehens, an einem Ort, wo Verdrängung tatsächlich stattfindet. Diese Werkstätten sollen abgeräumt werden, hier sollen Eigentumswohnungen entstehen und das hat zum Beispiel für Leute, die hier wohnen, ganz konkrete Auswirkungen. Es hat zum Beispiel auch für Carlo, der hier auf dem, wo ist er, da ist er, ganz konkrete Auswirkungen, wenn seine Werkstatt eben abgeräumt wird, verliert er nicht nur seine Wohnung, er verliert auch seine Existenz in Berlin. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich ebenso, dass so viele gekommen sind. Ich hoffe, dass hier auch Leute aus der benachbarten Vonovia-Siedlung Zico-Kiez da sind, von wo ich auch bin. Ich würde diejenigen bitten, die von dort sind, die jetzt von diesem hier betroffen sind, einem gemeinsamen Leben im Zico-Kiez, nach der Veranstaltung noch nicht gleich wegzurennen, sondern ich würde sagen, wir treffen uns da hinten nochmal und besprechen mal, wie die von der Vonovia angekündigte Mieterbeteiligung, wie wir die uns vorstellen. Denn wenn wir das nicht bald irgendwie angehen, dann ist es tatsächlich so, dass wir uns noch aussuchen dürfen, welche Farbe der Fußbodenbelag im Flur hat oder wie das Haus gestrichen wird. Wenn wir es aber nicht bald machen, dann wirklich nur noch das. So, dann bedanke ich mich und leite über zu Moritz zu einer hoffentlich fruchtbaren Diskussion. Ja, guten Abend auch von mir. Ich bin Moritz Warnke, ich bin Mitglied im Landesvorstand der Linken und habe die Freude, das heute Abend moderieren zu können. Wir haben wunderbare Gäste für dieses Podium. Das ist zum einen hier neben mir Katina Schubert, Landesvorsitzende der Linken Berlin. Zu meiner anderen Seite Karen Ley, Bundestagsabgeordnete für die Linke und mietenpolitische Sprecherin im Bundestag. Dann haben wir Carlo. Carlo dürfte vielen hier im Begriff sein, ist Aktivist und hier in dieser Mieterinitiative oder Bürgerinitiative Altes Wasserwerk seit ein paar Jahren aktiv und hat auch schon seit langem leidvolle Erfahrungen gemacht, was das angeht, wenn man in seiner eigenen Wohnung von bestimmten Wohnungskonzernen drangsaliert wird. Und ganz links Michael Prütz von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Er ist einer der Sprecher und Initiatoren dieses Volksbegehrens. Und genau, herzlich willkommen, auch euch herzlich willkommen. Eine Sache oder zwei Dinge wollte ich ganz am Anfang noch sagen, weil die immer so ein bisschen in der öffentlichen Debatte durcheinander gehen. Also das Volksbegehren ist kein Projekt der Linken, sondern kommt aus der Stadtgesellschaft und wird von der Linken unterstützt. Nur weil jetzt hier sozusagen auch so viele linke Schilder sind, ist es immer noch mal ganz gut zu sagen. Und das andere, das ist eben auch schon angeklungen, von vielen wird dieses Volksbegehren immer so gelesen, Deutsche Wohnen enteignen. Aber da ist ein und Co. dabei. Es geht um wesentlich mehr Wohnungen als in Anführungsstrichen nur die 100.000 Wohnungen von der Deutschen Wohnen. Unter anderem ist eben auch Vonovia mit dabei. Genau, und ich würde jetzt einfach euch bitten, mit kurzen Anfangsstatements, also vielleicht so als Orientierung grob, 5 bis 6 Minuten. Ich würde mit dir anfangen, Karen. Vielleicht könntest du uns noch mal ein bisschen aus der Bundesperspektive erzählen und was ihr sozusagen herausgefunden habt als Bundestagsfraktion zu der Geschäftspraxis dieser börsennotierten Konzerne Deutsche Wohnen und Vonovia und was die eigentlich so machen, wie sie in die Welt gekommen sind und warum das ein Problem ist vielleicht. Ja, vielen Dank, Moritz, vielen Dank für die Einladung an diesen doch sehr speziellen, ich finde, großartigen Ort. Ich habe vorhin schon gesagt, ich mache so viele Jahre Politik, ehrenamtlich, aber auch seit vielen Jahren hauptamtlich. So einen geilen Veranstaltungsort hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht, schon alleine auf dem Weg hierher. Wenn man sieht, wie viele Menschen Plakate rausgehangen haben, gesagt, wir wehren uns gegen Verdrängung, wir lassen uns hier nicht vertreiben, finde ich großartig. Das ist ehrlich gesagt das Beste, was wir im Moment erleben in der Wohnungspolitik, dass es Menschen gibt, die sich gegen Verdrängung wehren. Vielen Dank. Ja, was wollen wir als Linke, wie ist die Situation, 5 Minuten und dann noch 2 Gutachten vorstellen, da muss ich mich sehr kurz fassen. Ich will eines sagen, warum haben wir eigentlich diese exorbitanten Mietsteigerungen, warum haben wir diesen Mietenwahnsinn eigentlich und diese neue Wohnungsnot? Da sind viele Märchen im Umlauf, es wird gerade von den Konservativen immer gesagt, naja, diese ganzen jungen Leute, warum müssen die denn in die Städte ziehen, ist doch alles Quatsch, das Leben auf dem Land ist auch schön.
Es gibt Zuzug. Das müssen sehen wir auch als Linke. Deswegen wollen wir auch Neubau haben, aber gemeinnützigen, genossenschaftlichen, nach Wiener Vorbild, wer das wissen will. Ich habe unser Konzept hier ausgelegt. Aber das andere, und darüber wird viel zu wenig gesprochen, ist doch, dass das Kapital, das Großkapital, auf die Wohnungsmärkte drängt. Dass sich gerade nach der Finanzkrise ja, Kapital versucht, im Immobilienbereich zu vergolden, zu vermehren. Und da bietet sich der deutsche Mietwohnungsmarkt gerade besonders an. Warum? Hier gibt es relativ viele Mietwohnungen im internationalen Vergleich. Und das andere ist einfach, dass die Wohnungspolitik der letzten Jahre, Jahrzehnte, ja unter neoliberalem Diktum völlig fehlgelaufen ist. Mit Privatisierungen, mit Deregulierung von Mieterschutz, mit Aushöhlung von Mieterschutz und so weiter und so fort. Mit Instrumenten wie der Modernisierungsumlage, die eigentlich geradezu eine Einladung sind für Leute, die mit Wohnungen noch mehr Geld machen wollen. Das ist eigentlich aus unserer Sicht der Hauptgrund. Also Kapital auf dem Wohnungsmarkt und natürlich auch eine falsche Deregulierungspolitik der Bundesregierung. Ja, das ist mir wichtig zu sagen, ist auch eine gute Überleitung zu den beiden Hauptakteuren, die wir dort haben, nämlich die beiden großen Wohnungskonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen. Wir haben zwei Gutachten in Auftrag gegeben als Bundestagsfraktion von Professor Bontrup, also einem renommierten Professor für Wirtschaftswissenschaften, der sich immer wieder mit der Finanzpolitik beschäftigt. Er hat die Bilanzen von beiden Konzernen analysiert. Die Ergebnisse sind erschreckend und werden gleichzeitig niemanden überraschen, der Mieter oder Mieterin bei Deutsche Wohnen und Vonovia ist. Ist heute keine wissenschaftliche Veranstaltung, vielleicht trotzdem wenige Schlaglichter, was da eigentlich gerade los ist. Also der Konzern Deutsche Wohnen beispielsweise, also der zweitgrößte Wohnungskonzern in der Bundesrepublik, hat also in den Jahren 2012 bis 2015 nach Steuern fast 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Also das ist eine extreme Steigerung, ist eine extrem hohe Summe, aber auch extrem hohe Steigerungen. Und wenn die Gewinne 2012 noch bei 145 Millionen lagen, waren es 2015 schon 1,2 Milliarden Euro und haben sich Ende 2017, das sind die letzten Zahlen, die uns vorliegen, noch auf 1,76 Milliarden Euro erhöht. Das sind irgendwie Zahlen und Summen, die sind für uns alle, glaube ich, exorbitant hoch, unvorstellbar hoch. Aber das Entscheidende ist ja, dass diese Milliardengewinne ja, von Ihnen, von Mieterinnen und Mietern, erwirtschaftet wurden. Es ist also eigentlich eine Ausbeutung von Mieterinnen und Mietern. Und diese Ausbeutung, ja, diese faktische Enteignung von Mieterinnen und Mietern durch die Deutsche Wohnen, die muss beendet werden. Menschen, die bei der Deutschen Wohnen leben, ja, leben müssen, weil das sind ja häufig, sage ich mal, Privatisierung von ehemals kommunalen Wohnungen, können ein Lied davon singen, wie das die Deutsche Wohnen eigentlich macht. Da wird nicht saniert, da werden die Wohnungen vergammeln lassen, da wird nicht investiert, das ist die eine Strategie. Und die andere Strategie, die folgt dann gerne darauf, das sind dann teure, überteuerte Modernisierungen, die dazu führen, dass die Leute sich einfach die Wohnungen nicht mehr leisten können. Dafür sorgen, dass zum Beispiel mit diesem Instrument der Modernisierungsumlage, ist ein bisschen technisch, leider wissen inzwischen viele Mieterinnen und Mieter, was es eigentlich ist, also nämlich eine ganz legale Mieterhöhung. Mit diesem Instrument werden die Leute dann aus ihren Wohnungen geekelt, viele müssen ihre Wohnungen verlieren. Das ist aus meiner Sicht unglaublich und eines unserer wichtigsten Forderungen ist zum Beispiel, dass diese Modernisierungsumlage faktisch abgeschafft wird. Ja, Deutsche Wohnen, auch mit diesen Geschäftspraktiken, ist Namensgeber der Kampagne, über die wir gleich was hören werden, die wir als Linke auch aus vollem Herzen unterstützen. Ich würde zu guter Letzt, wenn Moritz, wenn du es erlaubst, vielleicht etwas kurzer noch wenige Sätze zur Vonovia sagen, weil ich auch hörte, dass hier auch im Kiez, und dazu kommen wir ja auch noch, auch Betroffene von Vonovia heute mit anwesend sind. Ist also mit fast 350.000 Wohnungen in der Bundesrepublik der größte Wohnungsmulti. Professor Bontrup hat nach Analyse der Bilanzen gesagt, das ist eigentlich gar kein wohnungswirtschaftliches Unternehmen. Das ist eigentlich ein Finanzinvestor mit angeschlossener Immobilienwirtschaft.
Was heißt das? Die wollen eigentlich gar nicht Wohnungen bewirtschaften, wie man das, sage ich mal, von früher noch kennt. Ein kleiner Vermieter, eine Hausverwaltung, okay, man hatte auch so ein bisschen Ärger, aber irgendwie ging's. Die wollen eigentlich auf Kosten von Mieterinnen und Mietern möglichst hohe Rendite, ja, für die, ja, für ihre Anleger eigentlich rausholen. Und ich muss mal sagen, das finde ich vom Prinzip schon unmöglich. Es kann doch nicht sein, dass es in diesem Land legal ist, dass mit Wohnungen an der Börse gehandelt wird. Das darf einfach nicht sein. Und auch deswegen unterstützen wir als Linke dieses Volksbegehren. Ja, das war eigentlich schon die Kernaussage dazu. Ich will trotzdem eine Sache nochmal sagen. Die haben wirklich so exorbitante Gewinne eingefahren, Vonovia, ja, dass ich glaube, man muss dem einen Riegel vorschieben. Und es wird ja häufig gesagt, wir kommen gleich in der Debatte dazu, Enteignung, das ist böse und ist das überhaupt kompatibel mit dem Grundgesetz? Ich will eine Frage stellen zum Schluss, wer wird eigentlich enteignet? Sind es nicht vielleicht die Leute, die ihr Hartz IV sind, die aus ihrem spärlichen Regelsatz noch was drauflegen müssen, weil die Kosten der Unterkunft nicht reichen? Ist das nicht vielleicht die eigentliche Enteignung? Oder sind es die exorbitanten Mietsteigerungen, die selbst die städtischen Mittelschichten nicht mehr tragen können? Das ist ja auch eine Enteignung der städtischen Mittelschichten und der armen Leute sowieso, die wir hier erleben. Und deswegen bin ich erstmal sehr froh und dankbar, dass es jetzt eine Initiative von unten gibt, die auch diese Debatte überhaupt mal wieder anregt, die schon jetzt dafür sorgt, dass viele der Wohnungsmultis vielleicht auch mal kalte Füße kriegen. Das wird doch höchste Zeit. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute von meiner Sicht für die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ja, danke für das gute Anfangsstatement und auch, dass du so gut in der Zeit geblieben bist. Du hast schon gesagt, es gibt viel Zuzug, es gibt diesen konservativen Ausspruch, es gibt kein Recht auf Innenstadt, man kann halt nicht da überall wohnen, wo es schön ist und dann soll man halt an eine Stadt ranziehen, was natürlich ignoriert, dass es da auch mittlerweile extrem Gentrifizierung gibt und die Probleme mindestens auch groß sind, wenn nicht genauso groß. Katina, jetzt geht es viel um Enteignung gerade in der Debatte. Ich würde aber noch mal einen Schritt kurz zurückgehen, bevor wir dann gleich nochmal auf das Thema zurückkommen. Es wurde ja schon angesprochen mit dem Zugzug nach Berlin. Was ist eigentlich die Lösung? Ist es der Neubau? Ist es der Mietendeckel? Ist es eine Kombination von verschiedenen Dingen? Was macht die Linke eigentlich gerade in Berlin, um dem Problem Herr zu werden? Ja, von meiner Seite her erstmal schönen guten Abend und ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Da auch vielen Dank an die Organisatoren und an die Werkstatt Fifikus. In Berlin sind wir jetzt seit 2016 wieder in Regierungsverantwortung und diesmal auch mit dem Ressort Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen. Und haben damit natürlich auch eine Herkulesaufgabe. Aber lassen Sie mich vorweg schauen, die Linke steht da auch in einer tiefen Schuld bei der Stadtgesellschaft. Denn es war 2004, waren wir an der Regierung, weil er sie am Senat beteiligt, als die GSW privatisiert wurde. Damals aus massiver Haushaltsnotlage, Verfassungsklage der Opposition. Die Opposition, hinrichte ich mir nach, selbst die Grünen wollten am liebsten den gesamten öffentlichen Wohnungsbestand verkaufen. Und wir mussten sehr darum kämpfen, dass es eben nur die GSW war. Aber dennoch sagen wir auch jetzt und sagen wir auch schon seit vielen Jahren, es war ein strategischer Fehler, überhaupt kommunalen Wohnungsbestand herzugeben, weil wir damit eine wichtigere Steuerungsmöglichkeit aus der Hand gegeben haben, die Mietpreise zu regulieren. Es gab 2004 keine Wohnungsnot in Berlin, aber dass irgendwann mal Immobilien wieder zum Anlageobjekt und zum Objekt der Begierde von Investorinnen und Investoren, die nur die Profite im Blick haben und von Spekulantinnen und Spekulanten werden, das ist jetzt keine neue Erkenntnis und das war auch 2004 bekannt. Und deswegen haben wir da auch einen ganz schweren Fehler gemacht. Wir haben daraus unsere Schlüsse gezogen und haben daraus gelernt. Und versuchen jetzt, seitdem wir wieder in Verantwortung sind, ja, also in Regierungsverantwortung, verantwortlich waren wir auch vorher, aber in Regierungsverantwortung, auch Oppositionspolitik ist verantwortlich, aber Regierungsverantwortung heißt eben auch in die Umsetzungsebene zu kommen, eine mehrklängige Mieten- und Wohnungspolitik zu betreiben. Natürlich geht es uns auch um Neubau, weil wir haben einen Zuzug von um die 40.000 Menschen pro Jahr nach Berlin und da reicht der Wohnungsbestand, der ja jetzt schon sehr ausgelastet ist, alleine nicht aus. Also wir haben im Moment einen Leerstand bei den öffentlichen Wohnungsunternehmen von unter 2% und auch ansonsten sehr, sehr, sehr geringen Leerstand. Da ist also nicht viel Luft sozusagen.
Aber es geht nicht um irgendwelchen Neubau, sondern es geht um bezahlbaren Wohnraum. Wenn ihr euch umguckt, Townhouses und teure Luxuswohnungen und so, die werden ohne Ende gebaut. Überall in der Stadt sind Baustellen, jede Baulücke wird zugemacht. Aber die Zahl der Wohnungen, die dann auch wirklich bezahlbar sind für Menschen mit Transfereinkommen, mit geringen Einkommen, aber auch mit ganz normalen mittleren Einkommen für ganz normale Familien, da wird es dann eben knapp. Und deswegen ist unser Schwerpunkt auf dem Neubau. Und was heißt auf dem bezahlbaren Neubau? Das heißt, wir lenken unsere Aufmerksamkeit auch zunehmend auf Grund und Boden hier im Land Berlin. Und auch dort ist in der Vergangenheit viel, viel falsch gemacht worden. Und vieles an öffentlichen Grundstücken verkauft worden, in Zeiten, in denen die Kassen absolut klamm waren. Da haben wir schon vor längerer Zeit umgesteuert. Aber nichtsdestotrotz ist es nach wie vor so, dass mit ehemals öffentlichen Grundstücken spekuliert wird. Und dass wir jetzt eine Situation haben, dass wir eine Knappheit auch an öffentlichem Grund und Boden haben, auf dem man bauen kann. Entweder die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften oder eben auch die gemeinnützigen Genossenschaften. Und deswegen ist unser nächster Schritt zu sagen, wir brauchen ein Bodensicherungsgesetz. Das ist auch ein Vorschlag unserer Fraktion, zu sagen, es wird grundsätzlich keine öffentlichen Grundstücke mehr verkauft. Einige kleine Ausnahmen, da gibt es immer so kleine Streifen so von 2x5 Meter, da kann keiner was mit anfangen, da kann man mal in den Tausch gehen, aber es werden keine Baugrundstücke oder keine Grundstücke mehr, die in der Lage sind, bebaut zu werden oder wo man Gewerbe drauf ansiedeln kann oder die Parks oder Grünflächen sind, verkauft, um sie zu Bauland zu machen. Sondern es muss Bauland, wenn dann, in öffentlicher Hand oder in gemeinnütziger Genossenschaft. Das ist irgendwie das Erste. Das Zweite ist, dass dann natürlich auch der Zugriff auf das Grund und Boden bleiben muss. Also wenn Genossenschaften darauf bauen, dann muss aber auch klar sein, dass sie dort auch preisgünstigen Wohnraum anbieten und dass es keine plötzlichen Nutzungsänderungen geben kann. Also auch Genossenschaften können dann nicht einfach städtische Wohnungsbaugesellschaften können dann nicht einfach verkaufen, sondern das muss dann in den entsprechenden Verträgen festgeschrieben werden, dass die Nutzung bleibt. So dass wir auf die Art und Weise auch über den Zugriff auf Grund und Boden mietpreisregulierend eingreifen. Wir haben weiter gesagt, wir wollen ankaufen. Wir wollen den Bestand der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften in den nächsten, jetzt nur noch 7 Jahren, auf 400.000 bringen. Das ist eine Riesenarbeit, das ist eine Riesenarbeit. Und auch dann sind die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften noch nicht marktbestimmt. Aber wir kommen dem natürlich näher, wir kommen näher an das Wiener Modell. Und es muss natürlich auch die Möglichkeit geben, nachzuverdichten. Und das ist immer ein ziemlich schwieriger Prozess, weil also eines der bekanntesten Objekte, wo nachverdichtet wird, ist Friedrichshain West. Da ist ja sehr großzügig gebaut worden an der Karl-Marx-Allee mit riesengroßen Innenhöfen. Wenn man da aber jetzt noch ein neues Hochhaus da reinsetzt, dann klar geht das einher damit, dass irgendwie Anwohner und Anwohner, die in den unteren Geschossen wohnen, dann halt auch weniger Licht haben zum Beispiel. Also müssen wir irgendwie immer sehen, dass wenn man solche Projekte macht, dass man die Bewohnerinnen und Bewohner auch mit einbezieht und mit ihnen überlegt, wie man das so machen kann, dass sie sich trotzdem noch zu Hause fühlen und sich auch wohlfühlen in ihren Zuhause. Und was wir des Weiteren machen, zu dem Ankauf gehört auch Vorkaufsrechte der Kommune, des Landes, aber das läuft dann eben über die Bezirke, zu sichern. Das hat aber immer die Voraussetzung, dass es dann auch Milieuschutzgebiete gibt, weil nur wenn es ein Milieuschutzgebiet und eine Erhaltungssatzung gibt, kann auch tatsächlich das kommunale Vorkaufsrecht angewandt werden. Hier in Reinickendorf haben wir erst ein Milieuschutzgebiet, ich hoffe bald zwei, aber ich glaube, wir müssen in die Richtung gehen, dass wir noch wesentlich mehr Gebiete im Land Berlin als Milieuschutzgebiete ausweisen, damit dieses kommunale Vorkaufsrecht im Falle von Privatisierungen, von Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, im Falle von Weiterverkäufen tatsächlich angewandt werden können. Im Rahmen des kommunalen Vorkaufsrechts konnten wir jetzt auch schon etwa knapp 4.000 Wohnungen retten und nochmal einige darüber hinaus durch sogenannte Abwendungsvereinbarungen, also dass die Neukäufer versichern mussten, dass sie die Mieter nicht vertreiben und auch die Modernisierungsumlagen nicht so hoch treiben, dass sie ihre Mieten nicht mehr zahlen können. Aber das sind sozusagen die 4 Schritte der Strategie, zu sehen, dass wir hier mietpreisdämpfend wirken. Aber eins muss ich auch sagen, wenn die Bundesregierung nicht wirklich die Hebel in Gang setzt, dann sind das alles nur kleine Hebelchen, die wir hier haben, weil das Mietrecht
ist Bundessache. Und deswegen komme ich jetzt zu dem letzten Punkt, das ist der Mietendeckel. Das ist durchaus umstritten, ob das juristisch geht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es geht und wir werden jetzt ein Gesetz erarbeiten als Senat und auch damit auch Teil der Linken, also auch die Linke, dass wir einen Mietendeckel auf den Weg bringen, der zunächst erstens die Mieten einfriert, aber dann auch die Wege sucht, um die Mieten dort, wo sie nicht mehr bezahlbar sind und wo die Berliner Mischung in Gefahr gerät. Also dass wir zu einer Vertreibung kommen, dass wir auf der einen Seite in Anführungsstrichen Ghettos kriegen und auf der anderen Seite nur noch die reichen Viertel haben, dass da auch Mieten gesenkt wird. Aber das ist eine juristisch schwierige Geschichte. Das wird im nächsten halben Jahr erarbeitet. Ich hoffe, dass wir da ein Stück weiterkommen. Vielen Dank, Katina. Ich würde jetzt nochmal das Wort an Carlo geben. Du bist ja, ja, wohnst hier im Kiez und ich würde dich, ich habe es vorhin schon gesagt, bist auch Betroffener, auf, sozusagen ganz unmittelbar mit deiner eigenen Wohnung, von dieser Geschäftspraxis, die wir eben gehört haben. Ich würde dich, also ich würde dir auch ein bisschen mehr Zeit geben, vielleicht kannst du sozusagen das zweigeteilt machen, erstmal sozusagen aus unmittelbarer Erfahrung erzählen und dann vielleicht nochmal vorstellen, was macht ihr hier mit der Mieterinitiative, was sind vielleicht die Erfolge oder Probleme hier auf Bezirksebene, die ihr schon erreicht habt oder vor denen ihr steht und natürlich auch, was ihr sozusagen jetzt noch in nächster Zeit geplant habt und wie man mitmachen kann vielleicht. Ja, gerne. Erstmal möchte ich alle herzlich willkommen heißen und freue mich, dass so viele gekommen sind. Ja, ich bin der Carlo, Sprecher der Bürgerinitiative Altes Wasserwerk Tegel. Und wir sind zwar nicht mehr Deutsche Wohnen Mieter, was wir früher mal waren, haben aber in der Zeit am eigenen Leib übelst spüren können, wie solche Konzerne mit ihren Mietern umgehen. Vermutlich haben wir Berlins bekannteste Schimmelwohnung, die schon mehrfach durch die Medien gegangen ist und so weiter. Ja, eine Berühmtheit, auf die man nicht unbedingt stolz ist, aber da kann man sehr gut sehen, wie ja, gewinnorientierte Vermieter wie die Deutsche Wohnen oder auch, das kennt man ja auch von Vonovia etc., LEG, wie die mit einem umgehen. Wir haben halt ja, 8 Jahre lang um eine schimmelfreie Wohnung gekämpft. Die Sache ist immer noch nicht ausgestanden, obwohl die neue Eigentümerin hier sicherlich jetzt Maßnahmen ergriffen hat, aber ja, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, da würden wir wahrscheinlich alle weinend in den Armen liegen. Mittlerweile ist das Grundstück verkauft worden an einen Investor. Da gibt es auch sozusagen, dass es halt um dubiose Geschichten geht. Zum Beispiel hat der Investor wesentlich weniger bezahlt, als eigentlich ihn jemand anders geboten hatte. Dann gab es zum Beispiel für den Bezirk ein Vorkaufsrecht, was vertraglich festgelegt wurde. Und das ist auch erst im Nachhinein bekannt geworden. Das wurde seitens des Bezirksamtes und des Bezirksbürgermeisters auch gar nicht in die Öffentlichkeit getragen. Wir als Mieter hatten schon frühzeitig, also als Mietergemeinschaft hier, hatten schon frühzeitig immer gesagt, wenn dieses Gelände hier verkauft werden soll, wären wir interessiert und würden gerne an dem Verkauf teilhaben, beziehungsweise wären interessiert, das Grundstück zu kaufen. Es handelt sich hier ja um ein denkmalgeschütztes Ensemble. Das heißt, hier sind nicht nur die einzelnen Gebäude geschützt, sondern die Gesamtanlage ist eigentlich ein denkmalgeschütztes Gelände. Der Investor plant aktuell, einen Teil der denkmalgeschützten Gebäude abzureißen und ja, im Prinzip hier hochpreisige Eigentumswohnungen zu bauen. Wenn man sich die letzten Pläne so mal anschaut, bleibt von diesem wunderschönen Grundstück nicht mehr viel übrig. Hier hinten ist ein Wald, dort soll eine Straße durchgeführt werden, es soll in den Wald reingebaut werden, die Mietergärten sollen verschwinden, da sollen 4 Geschosser plus Staffel hin und so weiter. Es wird hier eigentlich eine Betonwüste für Reiche. Die Bestandswohnungen, die Mietwohnungen, in denen wir jetzt noch zum Teil wohnen, werden dann weiterverkauft, weil dieser Investor nichts mit Mietern am Hut hat. Also hätten wir wieder einen neuen Eigentümer. Unser Bestreben von der Bürgerinitiative ist nach wie vor, dass wir mit dem Investor eine Einigung finden, dass er uns das Grundstück verkauft. Unsere Ideen zu dem Grundstück sind vielfältig. Es geht uns hauptsächlich um eine gemeinwohlorientierte Entwicklung des Grundstücks und den Erhalt des Denkmalcharakters.
Was letztendlich nicht heißt, von wegen, dass hier nicht gebaut werden kann. Aber wie man hier baut, in welcher Art und Weise, man muss hier keine Viergeschosser bauen, man kann auch eine geringe Randbebauung machen, die sich in dieses Ensemble einfügt. Gemeinwohlorientiert heißt für uns auch, dass zumindest Teile des Geländes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und dass die Allgemeinheit auch einen Nutzen von diesem Grundstück hat. Und wir haben da etliche Ideen, Pläne zu. Wir haben uns auch mittlerweile schon bemüht, wie man das Ganze finanzieren könnte. Wo es noch dran hapert, wir haben den Investor noch nicht überzeugt, mit uns diese Vereinbarung zu treffen. Was wir geschafft haben, ist halt Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit ist, da können wir im Prinzip nur allen Mietern zu raten, die Probleme mit ihrem Vermieter haben, ob sie jetzt große Wohnungsunternehmen sind oder sonst was. Ihr müsst sehen, dass ihr euch vernetzt, ihr müsst sehen, dass ihr Öffentlichkeit schafft und Unterstützung findet. Das ist eine ganz wichtige Kiste. Also wir haben auch dadurch erstens viel mehr Mut gefasst. Und es ist auch ein tolles Gefühl, wenn immer mehr Leute hinter einem stehen und die eigenen Interessen mitvertreten. Alleine ist man vermutlich machtlos und ist auch schnell erschöpft. Weil dieser Kampf gegen diese Mietgiganten oder Investoren ist halt auch ziemlich hart. Kann man nicht anders beschreiben. Ja, ich denke, jetzt habe ich erstmal ausreichend erzählt, worum es uns geht. Nur kurz noch. Ich wohne ja nicht nur auf dem Gelände, dies ist ja auch hier meine Werkstatt, meine Existenz. Da hat der Investor natürlich kein Interesse daran, dass wir hier bleiben. Wie er letztendlich mit uns verfährt, bleibt abzuwarten. Rein theoretisch könnte ich noch 9 Jahre hier mindestens bleiben. Das würde mein Mietvertrag hergeben. Aber der Investor hat schon signalisiert, obwohl er mittlerweile die denkmalgeschützten Werkstattgebäude wohl nicht mehr abreißen darf, dass ich trotzdem nicht bleiben darf und er mit mir eine, ja, ich sag mal unter Anführungsstrichen, eine Lösung finden will. Wie die aussehen soll, bin ich mal gespannt. Für mich ist die einzige Lösung, er zieht sich aus diesem Projekt zurück, übergibt den Mietern hier das Grundstück, verkauft es ihnen, wir wollen es ja nicht geschenkt. Und wir können mit den Mietern hier eine gemeinwohlorientierte Entwicklung stattfinden lassen. Danke, Carlo. Ich muss dazu sagen, das ist nicht die erste Veranstaltung dieser Art und ich habe in den letzten Wochen echt viele Geschichten in der ganzen Stadt gehört, die zwar nicht so eine prominente Schimmelwohnung hatten, aber die sozusagen die Probleme sind tatsächlich in allen Bezirken, überall vielfältig und an vielen Orten gibt es Initiativen, die dagegen kämpfen. Und jetzt im Rahmen dieses neuen Volksbegehrens ist das Schöne, dass es tatsächlich eine Stadtdiskussion darüber gibt, dass das endlich mal gebündelt wird. Und von daher freue ich mich jetzt, ein paar Takte zu der Initiative von Michael zu hören. So, guten Abend, Freundinnen und Freunde. Also zunächst einmal hat ja so eine Kampagne und so eine politische Auseinandersetzung für mich persönlich auch 2 Vorteile. Der erste ist, ich komme an Orte, obwohl ich in Berlin geboren bin, wo ich noch nie war. Also das finde ich ganz wunderbar, ob es Gropiusstadt ist oder hier bei euch oder viele andere Orte. Und zweitens, ganz persönlich gesagt, man nimmt ab. Also ich habe 6 Kilo abgenommen in den letzten 5 Wochen, weil die Anzahl der Veranstaltungen und die Anzahl der Leute, die was hören wollen, nimmt immer mehr zu. Und worum geht es im Kern bei dieser ganzen Auseinandersetzung? Es geht im Kern um folgende Frage. Wer regiert in Berlin und wer hat das Sagen? Wir, die Mieterinnen und Mieter oder die renditegetriebenen Konzerne? Das ist die Entscheidung, die jeder treffen muss im Moment. Und natürlich, mein Standpunkt ist klar, Berlin ist eine Mieterinnenstadt. 85% der Menschen sind Mieterinnen und Mieter. Und wir wollen nicht Verhältnisse haben, wie sie in Paris sind, wie sie in London sind, wo kein normaler Mensch mehr in den Innenstädten leben kann. Quadratmeterpreis in London im Moment 126 Euro pro Quadratmeter zur Miete. 126 Euro. Und nun ist es ja nicht so, dass nicht probiert worden ist, mit den Konzernen und mit den ganzen internationalen Glücksrittern zu reden. Natürlich hat man immer probiert,
mit der Deutschen Wohnen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, auch mit den anderen, mäßigt eure Politik, nehmt euch zurück, hier ist eine Stadt, in der das Einkommen der Menschen nicht so hoch ist wie in anderen Städten, die sich diese Mieten nicht mehr leisten können. Und ich sage es mal etwas volkstümlich, die haben auf jeden Ratschlag geschissen. Sie haben gesagt, interessiert uns überhaupt nicht, wir wären aus den Leuten rauszupressen, was rauszupressen ist. Und dann stellen sie sich in der Öffentlichkeit hin, Deutsche Wohnen, Vonovia, Allo Properties und sagen, wir wissen gar nicht, was die Leute wollen. Wir nehmen durchschnittliche Mietpreise von 6,60 Euro pro Quadratmeter. Das ist doch völlig moderat. Die halten die Leute für dumm, weil in den gleichen Geschäftsberichten drei Spalten weiter steht, Mietsteigerungspotenzial für die Aktionäre in den nächsten 5 Jahren 50%. Das steht da. Das verkaufen die ihren Aktionären. Also geht es um die Frage, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Und die Initiative, die ich vertrete, sagt, das wollen wir nicht. Und dann haben wir lange überlegt, was können wir machen. Wir wissen, es gibt hunderte von Mieterinitiativen, so wie Carlos in der Stadt. Die kämpfen um ein Gelände, um ein Haus, aber es fehlt eine grundsätzliche Antwort, die einfach sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und dann haben wir herausgefunden, dass es einen wunderbaren Artikel im Grundgesetz gibt. Den Artikel 15, der sagt, dass die Vergesellschaftung von Grund- und Bodenhäusern Produktionsmittel zum Ziele des Gemeinwohls möglich ist. Dieser Artikel 15 ist 1949 ins Grundgesetz gekommen. Der ist niemals angewandt worden. Das hängt damit zusammen, dass 1949 wollten alle irgendwie Sozialisten sein, sogar die CDU. Dann haben sie diesen Artikel einfach vergessen. Sie haben ihn vergessen. Keiner hat je gedacht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, diesen Artikel anzuwenden. Und wir haben uns natürlich juristische Expertise eingeholt und haben gesagt, jawohl, man kann ihn anwenden. Und nicht nur man kann ihn anwenden, sondern es ist auch möglich, dass das Land Berlin wie andere Bundesländer ein eigenes Gesetz dazu erlässt. Und dann sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, jetzt werden wir sehen, ob es möglich ist, diesen Konzernen und in Folge natürlich den anderen Glücksrittern, die gekommen sind, mal die harte Kante zu zeigen. Und darum starten wir am 6. April auf der großen Mietendemonstration das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Es geht. Es geht im Kern darum, 10 Gesellschaften mit 243.000 Wohnungen. Und natürlich wird jetzt die Wohnungswirtschaft nervös. Dann haben Sie heute einen bezahlten Gutachter aufs Bundespresseamt eingeladen. Der hat ein Gutachten geschrieben, wie verfassungsfeindlich wir sind. Der Mensch heißt Sodan. Der hat übrigens auch ein Gutachten geschrieben, dass der Mindestlohn verfassungsfeindlich ist. Das sind doch für uns keine Kriterien, diese Leute. Und wir haben heute dankenswerterweise, wen das interessiert, auf der Seite der Senatorin für Bau- und Wohnungswesen, also Frau Lomscher, hat 3 Gutachten vorgestellt, die uns in allen Punkten recht geben. Was wir machen, ist verfassungsgemäß. Und darum fangen wir, wie gesagt, am 6. an. Und unser Ziel, und da bauen wir natürlich auf euch, überall in dieser Stadt ist, nicht nur in einem langsamen Prozess die ersten 20.000 Unterschriften zu bekommen, sondern wir wollen in den ersten 4-5 Wochen 100.000 Unterschriften bekommen, um deutlich zu zeigen, bis hierhin, liebe Konzerne, und nicht weiter. Und auf eure Unterstützung bauen, da freue ich mich. Ich würde relativ schnell jetzt an euch zurückgeben. Ich würde allerdings jetzt die Möglichkeit eröffnen, dass ihr auch mit in die Diskussion einsteigt und Fragen stellen könnt. Ich würde allerdings nochmal an Michael jetzt eine Frage zurückgeben. Vielleicht kannst du nochmal, also in jedem zweiten Gespräch, was ich führe, kommt relativ schnell irgendwie, ja, und was soll das kosten? Und dann gibt es so eine irgendwie Unklarheit, es gibt verschiedene Zahlen, die im Raum sind. Vielleicht kannst du dazu einfach nochmal was sagen. Natürlich stellen sich die Konzerne vor, dass das Ganze genauso viel kostet, wie Sie als Wert Ihrer Immobilien angeben. Das ist ja albern. Da könnte ja Müller oder die Senat auch hingehen und sagen, wir kaufen euch den ganzen Scheiß für 38 Milliarden ab. Das ist Unsinn. Wir haben
eine Kostenschätzung erarbeitet, die geht davon aus, dass das Ganze, nee, ich sag mal eine persönliche Bemerkung, ich habe das auch kürzlich im Fernsehen gesagt, wenn es nach mir ginge, ja, würden Sie jeder einen Euro kriegen, jeder Konzern, jeder einen Euro, aber das geht nicht und man muss sich da ein bisschen mäßigen. Also haben wir eine Kostenschätzung erarbeitet, die geht aus von einem Wert zwischen 7 und 13 Milliarden, wovon das Land Berlin 20% Eigenkapital zuschießen müsste und der Rest wird finanziert über einen Kredit, den die neue Wohnungsbaugesellschaft aufnimmt und der sich über 30 bis 50 Jahre durch die Mieten abbezahlt. Und wahrscheinlich könnte man sogar die Mieten leicht senken jetzt in diesen Gesellschaften, um die es geht. Das ist unser Entschädigungsmodell und es ist sehr realistisch. Und natürlich gefällt es den Konzernen, ist ja klar. Ja, die träumen von irgendwie ihrem aufgeblasenen Marktwert, den sie an der Börse erzielen. Aber das ist nicht unser Maßstab. Und das Gesetz, der Artikel 15 und die Folgeparagraphen sagen eben auch, es kann deutlich unter Marktwert entschädigt werden. Ja, also die ganzen juristischen, ich will euch damit nicht langweilen, die ganzen juristischen Thesen, die sich um diesen Artikel rumranken, sagen, es kann deutlich unter Marktwert entschädigt werden. Wir müssen also nicht Berlin ins Elend stürzen und 38 Milliarden hinblättern. Danke für die Klarstellung. Jetzt würde ich, weil es jetzt schon 7:45 ist auch, euch fragen, ob ihr Bemerkungen oder Fragen habt. Robert ist mit dem Mikrofon auch da und dann könntet ihr jetzt einfach nochmal intervenieren, sonst würde ich hier einfach nochmal eine weitere Runde auf dem Podium machen, aber ich sehe schon erfreulich viele Hände, sehr gut. Dann vielleicht von hinten nach vorne oder so? Dann hinten nach vorne. Ja, hallo, ich heiße Kai, ich bin auch Genosse aus dem Bezirk Wilmersdorf und wir haben auch eine Mieterinitiative gegründet, weil unser Haus, das sind drei Eingänge, verkauft worden ist und die wollen jetzt irgendwie locker alles in Eigentumswohnung umwandeln und haben uns eine riesige Summe von 11.000 Euro angeboten, wenn wir bis zum 30.06. gehen. Und das ist einfach wirklich zum Kotzen und eine Zumutung, ja, muss ich mal wirklich so deutlich sagen. Und wir wollen uns jetzt auch halt vernetzen mit anderen Mieterinitiativen und ja, also ich finde es also super wichtig, dass wir natürlich heute Abend hierher gereist und dass wir zusammenhalten, dass wir uns zusammentun und uns diese Scheiße hier nicht bieten lassen. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Udo König. Ich habe eine Frage zu einem Nebenschauplatz, nämlich die Kleingärtenverkäufe, die demnächst anstehen, ob die in unmittelbarem Zusammenhang auch mit dem Wohnraum stehen. Ja, vielleicht wisst ihr das nicht, also es sollen von 167 Kleingartenanlagen über 60 nicht als Mietprojekt verlängert werden. Wer bekommt das? Ist das dann kommunales Eigentum, wo man eventuell Möglichkeiten hat? Oder geht das auch an die Wirtschaft? Ein bisschen kräftiger, das klemmt ein bisschen. Also ich würde sagen, wir sammeln noch vielleicht zwei, drei Bemerkungen und dann beantworten das. Oder die vier vielleicht, die sich jetzt melden hier. Ja, mein Name ist Meinhard Schröder, ich wohne hier in der Nähe und meine Frage geht an Karin Ley. Gibt es Initiativen auf Bundesebene, die Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einzuführen, die ja in den 80er Jahren, glaube ich, war es, abgeschafft wurde und wie ich glaube, ein wichtiges Instrument damals war zur Deregulierung des Wohnungsmarktes und heute ein wichtiges Instrument sein könnte? Mein Name ist Gabriele Fungalera und ich habe eine Frage an Sie. Sie sagten, Sie wollten da so die Wohnungen aufkaufen und für die Rückzahlung ist ein Zeitraum von 30 bis 50 Jahren angedacht.
in der Zeit kann sich ja viel eignen und es können sich auch andere Regierungen bilden. Sehen Sie da nicht ein Risiko? So, mein Name ist Michael Rohr, Mieter, auch Mieter der Deutschen Wohnen, und zwar in Mittenau, genauer gesagt im Spießweg. Deshalb meine Erfahrung mit der Deutschen Wohnen war, dass man im Dezember 2015 des Öfteren die Heizung für Stunden ausgefallen ist und der restlichen Stunden heizte sie auf 20-30%, das ist dessen, was sie leisten kann. Das ist im Vergleich, was anderen Mietern der Deutschen Wohnen, wo sie wochenlang ganz ohne Heizung waren, noch harmlos, aber das sind meine Erfahrungen mit der Deutschen Wohnen. Und zweitens ist es ganz toll, dass diese rot-grüne Regierung und auch dass diese Initiative mal endlich den ersten Versuch in der Bundesrepublik unternimmt, den Artikel 15 Grundgesetz mit Leben zu erfüllen. Übrigens, Nebenbemerkung, wenn ihr mal CSU-Leuten oder CDU-Leuten aus der bayerischen Landesverfassung von 1947 vorliest, die noch deutlich linker ist als das Grundgesetz, dann werdet ihr für Linksradikale gehalten. Dann denken die, das ist ein kommunistisches Manifest. Und drittens ist die Frage, was passiert, wenn ein Gericht feststellt, man muss deutlich mehr zahlen als das, was Michael Puitz genannt hat. Gäbe es dann auch die Möglichkeit, die mir im Kopf rumschwebt, zu sagen, die Deutsche Wohnen hat ja vom Lande Berlin sicherlich Subventionen gekriegt. Also Sozialhilfe für Konzerne, um es jetzt mal aufwärtsdienlich zu sagen. Gäbe es eine juristische Möglichkeit, diese Summe von dem Kaufpreis in Abzug zu ziehen? Ja, mein Name ist Kovac Dibuschewski und ich wollte eins wissen. Oft wird davon gesprochen, von bezahlbarem Wohnraum, aber wann ist Wohnraum bezahlbar? Ne? Ab welchem Netto, ab welcher Quadratmeterzahl und für wen? Ne? Und das andere ist, man sollte bei diesem Wohnungsbau, in dieser Wohnungswirtschaft auch mal die Genossenschaften sich genauer angucken, weil da gibt es auch genügend schwarze Schafe drunter. Also ich bin zum Beispiel beim Beamtenwohnungsverein zu Berlin EG und was ich da erlebe, hat auf mich also ganz fürchterliche Auswirkungen. Und ich beschäftige mich auch mit dem Thema und sehe auch, dass auch andere Genossenschaften auch mit ihren Mietern nicht mehr so richtig korrekt umgehen. Genau, man wird nicht mehr genossenschaftlich umgegangen, weil man mit den Mietern an sich, die sind auch schon eine Masse geworden, ne, bei den Genossenschaften, und die werden überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Und da sollte man vielleicht auch nochmal genauer auf dieses Genossenschaftsmodell achten, dass wirklich die Mieter, die Genossen, wirklich auch einen Einfluss in dieser Genossenschaft haben. Ne? Und drittens wollte ich nur sagen, also ich zahle 5 Euro Quadratmeter, ist so meine Miete, und trotzdem kriege ich im Jahr noch ungefähr so 120 Euro wieder zurück. Das heißt, selbst mit 5 Euro Quadratmeter kann man noch wirtschaften. Ne? Und da muss man nicht 12 oder 15 oder noch mehr Euro an Miete pro Quadratmeter zahlen. Ne? Ja, ich habe erstmal einen Dank auszusprechen an den Michael Pritz, aber auch einen Dank an die Katharina Schubert. Wir sind wirklich jetzt zwei wirklich sehr markante und sehr auch wichtige Aussagen. Geht es bei den Enteignungen auch um die Genossenschaften? Geht es auch eventuell auch an Stiftungen, die ja auch mehrere tausend Wohnungen haben? Da kann man durchaus sich selber ins eigene Knie schießen, davon ist abgesehen. Dieses Aufpassen auf die Genossenschaft, das finde ich auch sehr, sehr gut, denn da sind auch mit Sicherheit schwarze Schafe. Die zweite Frage, was passiert mit dem Gewinn, der praktisch nachher erwirtschaftet wird, denn bei dem Verkauf kann ja durchaus auch mehr einbringen als Wert oder so, und was passiert mit dem, führt es den oder wird es den Mietern zugute kommen oder wird es einfach dem Landeshaushalt zugeteilt? Das sind so meine zwei Fragen. Okay, vielen Dank für die vielen Fragen. Ich würde das jetzt ein bisschen zuordnen hier auf dem Podium. Einige Fragen waren ja auch sehr klar adressiert.
Katina, ich würde mal an dich die Punkte zu den Kleingärten geben, die Frage nach den Kleingärten und die Frage bezahlbarer Wohnraum würde ich jetzt auch mal auf Berlin beziehen, weil die Frage, was bezahlbar ist, richtet sich ja auch ein bisschen danach, was das durchschnittliche Einkommen ist. Und das ist in Berlin was anderes als in München oder in Frankfurt. Deswegen würde ich dich jetzt erstmal, aber wenn die anderen dazu was sagen wollen, könnt ihr natürlich auch noch ergänzen. Und falls du was zu den Genossenschaften, Stiftungen sagen willst, kannst du das auch, aber das würde ich jetzt erstmal eher bei Michael sehen. Ja, vielen Dank. Also es ist in der Tat so, dass im Moment ein sogenannter Stadtentwicklungsplan Kleingärten in der Entwicklung ist, in der Beratung ist, aber der ist noch mitnichten beschlossen. Und parallel dazu gibt es einen runden Tisch Kleingärten unter der Ägide der 5 Fraktionsvorsitzenden der 3 Koalitionsparteien. Und da geht es genau darum zu gucken, wie wir die Kleingärtenanlagen im Landesbesitz erhalten können, weil da möglichst viel Freiraum, weil die erfüllen nicht nur eine wichtige Funktion als Naherholungsgebiet für diejenigen, die Kleingärten haben, sondern auch für das Stadtklima und für das nachbarschaftliche Umfeld. Ich weiß allerdings, dass in den Kleingärten, also in den Städtekleingärten auch die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, einige Kleingartenanlagen zu bebauen, die im Landesbesitz sind, und dann bleiben die natürlich auch im Landesbesitz. Also wenn, dann würde es da tatsächlich auch nur über landeseigene Wohnungsbaugesellschaften oder gemeinnützige Genossenschaften gebaut. Aber wie gesagt, das politische Ziel ist erstmal, die Kleingärten zu erhalten und andere Grundstücke zu sichern für die weitere Bebauung. Das ist ein Aushandlungsprozess, der im Moment noch läuft. Was ist bezahlbares Wohnen? Natürlich hängt das von den jeweiligen Einkommen ab. Wir haben als Maßgabe jetzt für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und für die Berliner Kooperationsvereinbarung ausgegeben, dass ein bestimmter Bestand von Wohnungen nicht teurer werden dürfen als 6,50 Euro. Da ist natürlich 5 Euro noch ein bisschen paradiesisch. Das ist jetzt nicht mehr zu halten. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Regelung, dass Menschen, die mehr als 30% ihres Einkommens für die Miete bezahlen müssen, Zuschüsse bekommen, damit ihre Mietbelastung nicht höher wird als die 30%. Das ist leider noch gar nicht so bekannt, obwohl wir das immer wieder gesagt haben und überall aufgeschrieben haben, dass es diese Möglichkeit gibt, diese Zuschüsse zu bekommen. Aber das sind sozusagen im Moment so die Rechenwerte, mit denen agiert wird und mit denen auch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften agieren müssen. Dass sie mindestens 50% bei Neubauvorhaben, bei großen Neubauvorhaben mindestens 50% für 6,50 Euro und nicht teurer anbieten dürfen. Natürlich würden wir uns wünschen, dass das alles weniger ist. Das Problem ist tatsächlich, dass im Moment der Neubau extrem teuer ist. Deswegen ist auch ein großes Interesse an Nachverdichtungs- und Ankaufspolitik gibt, weil Neubau eben nicht nur die hohen Grundstückskosten zu bewältigen hat, sondern eben auch die hohen Baukosten, weil Fachkräftemangel ist im Moment auch im Baugewerbe. Und jetzt verließen Sie mich. Hört ihr mich jetzt immer noch? Ja. Jetzt geht's wieder. Und insofern müssen wir eben diesen Doppelschlag machen. Also geringe Einkommen werden subventioniert. Und die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften und auch die privaten Investoren und die Genossenschaften werden bei Stadtentwicklungsgebieten genötigt, da sind es 30% der Wohnungen zu maximal 6,50 Euro zu vermieten. Willst du direkt? Ich habe mich überholt. Ja, los. Also die 2 Fragen. Also man muss es ganz deutlich sagen, wir wollen nicht Genossenschaften und nicht städtische Wohnungsbaugesellschaften. Auch keine Stiftung. Es gibt auch keine Stiftung mit mehr als 3.000 Wohnungen. Ja. Es handelt sich um 10 Gesellschaften, die wir enteignen wollen. Es gibt bei einer Gesellschaft, sage ich ganz offen, ein Problem. Das wussten wir nicht, aber der Senat wusste das. Und hat uns das mitgeteilt. Die evangelische Kirche hat 6.000 Wohnungen in Berlin, fällt also unter die Enteignung. Richtig. Unsere, unsere Meinung dazu ist, wir werden auch ein Gespräch mit denen führen. Natürlich haben wir kein Interesse daran, die evangelische Kirche zu enteignen. Die haben eine GmbH. Wir werden denen vorschlagen, sie sollen eine GmbH mit Gewinnerzielungsabsicht. Wir werden denen vorschlagen, das Ganze umzuwandeln in eine gemeinnützige GmbH, dann fallen sie nicht unter die Enteignung. Das ist kein Problem. Okay. Zu der Frage, die Dame hatte,
Wir stellen uns vor, dass eine neue große Wohnungsbaugesellschaft gegründet wird, eine sogenannte Anstalt des öffentlichen Rechts, gemeinnützig, und in der Satzung dieser AÖR, dieser Anstalt öffentlichen Rechts, soll ein Privatisierungsverbot stehen. Das heißt, diese wieder in die Kommune zurückgeführten 240.000 Wohnungen dürfen nicht mehr privatisiert werden. Das ist unsere Vorstellung zu der Frage, ob dann eine spätere Regierung wieder was privatisieren kann. Okay, Karin, ich würde jetzt an dich nochmal die Frage weitergeben nach der Wohnungsgemeinnützigkeit und damit verbunden vielleicht nochmal, was sind denn gerade auf Bundesebene für Neuerungen im Mietrecht abzusehen oder was passiert gerade und was müsste aber vielleicht stattdessen passieren oder reicht es vielleicht sogar aus, was gerade passiert? Ja, vielen Dank erstmal für die Frage nach der Wohngemeinnützigkeit. Klar, das unterstützen wir als Linke, wir haben das auch im Bundestag schon mehrfach beantragt, leider ohne Erfolg. Aber interessant fand ich schon, was passiert ist, als wir das beantragt haben, als kleine Oppositionsfraktion. Ist schon sogar, glaube ich, zwei, drei Jahre her, als wir das zum ersten Mal eingebracht haben. Da hatte ich dann interessanterweise eine Einladung bekommen vom GdW, also vom Dachverband der Wohnungswirtschaft, wo ich dieses Konzept vorstellen sollte. Und da habe ich gedacht, ja Mensch, das ist ja toll, da sind ja auch sehr viele kommunale Wohnungsgesellschaften organisiert und sie sind sicherlich ja auch dagegen, dass andere große private Konzerne den Ruf der Wohnungswirtschaft stören und mit uns gemeinsam für eine neue Gemeinnützigkeit. Stattdessen war da so eine Veranstaltung, wo mir dann 50 Geschäftsführer der kommunalen Wohnungswirtschaft erklärt haben, warum das alles nicht geht und warum das ganz schlecht ist. Und da habe ich so zwei Sachen gelernt. Das eine ist, die Wohnungswirtschaft fürchtet eine Gemeinnützigkeit wie der Teufel das Weihwasser. Die zweite Erkenntnis war, dass es leider inzwischen auch so ist, dass selbst kommunale Wohnungsgesellschaften, die wir natürlich als Linke im Prinzip unterstützen, inzwischen mit Gewinnorientierung, mit Profitstreben, mit Renditeabsichten wirtschaften. Ich habe dort mit Geschäftsführern von kommunalen Wohnungsunternehmen gesprochen in den letzten Jahren meiner politischen Tätigkeit, die gar nicht mehr wussten, was eine Sozialwohnung ist. Also da ist zum Teil, sage ich mal, ein Geist sozusagen eingezogen, der eigentlich auch zum Gegenstand hat, dass man mit Wohnungen Geld macht, dass man das dann abführt, zwar in den kommunalen Haushalt, aber im Kern bleibt es halt dabei, dass auf Kosten von Mieterinnen und Mietern Geld gemacht werden soll. Und das, da genau setzt ja die neue Wohngemeinnützigkeit an, dass man sagt, wir wollen die Rendite deckeln und weil sie dann gedeckelt ist, auf einen ganz moderaten Wert, bekommt man im Gegenzug aber auch Steuervergünstigungen, man wird bevorzugt oder ausschließlich berücksichtigt, beispielsweise bei öffentlichem Bauland und so weiter und so fort. Und das Allerbeste ist dieses ja vielleicht etwas komplizierte Modell der Wohngemeinnützigkeit, da reicht glaube ich die Zeit heute Abend nicht für diejenigen, die davon bisher noch nichts gehört haben, aber es gibt ein gutes Praxisbeispiel, nämlich die Stadt Wien. Die haben im Kern das, was wir als Wohngemeinnützigkeit einführen wollen, modifiziert wieder einführen wollen, denn die gab es mal in der Bundesrepublik und ist 89 dann abgeschafft worden im Zuge von diesem ganzen neoliberalen Unsinn, der damals dann, sage ich mal, in Mode gekommen ist. Und Wien hat es nie abgeschafft. Die haben heute noch ein Drittel der Wohnungen, die der Stadt gehören, ein Drittel der Wohnungen, die gefordert sind von Genossenschaften, die aber alle in diesem Rahmen der Gemeinnützigkeit bewirtschaftet werden und die haben viel bessere Ergebnisse. Also in Berlin beträgt die durchschnittliche Wohnkostenbelastung im Schnitt 31% des Einkommens. In München 36% des Einkommens. Da könnt ihr euch vorstellen, dass dort sehr, sehr viele Leute mit einem kleinen Einkommen inzwischen fast die Hälfte ihres Einkommens für das Wohnen abgeben. Das ist dann nicht mehr bezahlbar, das ist nicht mehr leistbar, das ist einfach ein politischer Skandal. Und in Wien sind es 21% im Schnitt. Damit können wir leben. Und das ist für mich der lebende Beweis, dafür, dass eine Wohngemeinnützigkeit möglich ist und dass sie auch nötig ist. Wir als Linke streiten weiter dafür, dass eine Wohngemeinnützigkeit in Deutschland wieder eingeführt wird. Und
ein paar Sachen wollen wir schon anders machen. Einigen ist der Skandal um die neue Heimat noch im Ohr. Das war natürlich ganz klar Betrug, aber ein wichtiger Ansatzpunkt wäre das zum Beispiel, es einfach demokratischer zu machen. Eine Frage war noch Genossenschaften. Was können eigentlich die Genossinnen und Genossen, das sage ich an der Stelle gerne, auch wenn es häufig Mitglieder dann genannt wird, was können die eigentlich noch mitentscheiden? Auch Genossenschaften haben sich zum Teil die Vorstände auch, sage ich mal, ein bisschen abgehoben von den Interessen ihrer Mitglieder oder Genossinnen. Und das kann auch demokratisiert werden. Auch dafür haben wir uns im Bundestag schon eingesetzt. Ein letzten Punkt natürlich ist die Initiative Deutsche Wohnen enteignen nicht das Einzige, was im Moment getan werden muss. Weil da leben zwar sehr viele Menschen bei Vonovia, Deutsche Wohnen und Co., aber viele haben auch andere Vermieter. Das will ich an der Stelle schon sagen. Wir brauchen einen Mietenstopp. Wir brauchen wirklich einen Mietendeckel, der bundesweit wirkt und nicht diese wischiwasche Mietpreisbremse, von der eigentlich noch niemand irgendwie profitiert hat. Wir wollen die Modernisierungsumlage abschaffen, wir wollen die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen verbieten und vor allen Dingen brauchen wir einen besseren Kündigungsschutz. Nicht nur für Mieterinnen und Mieter, sondern auch, das will ich nochmal sagen, angesichts dieses wunderbaren Ortes auch für Kleingewerbe. Ich meine, es sind ja nicht nur Mieter betroffen. Wir kennen die Diskussion um Kreuzberg, wo ganz prominent damals Fisim Kiez sich gegründet hat, wo ein kleiner türkischer Gemüseladen betroffen war, wo Bäckereien betroffen waren, die den ganzen Kiez eigentlich versorgt haben, oder auch so sympathische Werkstätten wie diese hier, die auch ja im Grunde dem großen Kapital weichen sollen. Das kann so nicht sein. Wir brauchen einen besseren Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter, aber auch für sympathische kleine Läden. Hier kam jetzt gerade noch der Hinweis, das gilt auch für Kitas und andere wichtige soziale Einrichtungen und soziale Infrastruktur, die wir alle in unseren Kiezen haben und die dann natürlich auch wichtig ist und da bleiben soll. Ich hatte mir jetzt auf meinen Zettel noch geschrieben, dass ich noch eine Sache korrigieren wollte, nicht, dass das falsch hängen bleibt, weil gesagt wurde, die rot-rot-grüne Koalition und die Initiative füllen jetzt diesen Artikel 15 mit Leben. Ganz so weit sind wir noch nicht. Wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Es kam die Initiative aus der Stadtgesellschaft. Die Linke hat im Dezember auf ihrem Parteitag ohne Gegenstimme die Unterstützung dieses Volksbegehrens beschlossen. Die Grünen sind, da sind manche dafür, manche dagegen, das ist noch nicht ganz ausgemacht. Der Mieterverein zum Beispiel. Berliner Mieterverein ist auch schon dafür. Ich sag mal, die SPD denkt noch nach, vielleicht kann man das so sagen. Schadet sicher nicht, sich auch mal bei der SPD zu melden und sie davon zu überzeugen, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist. Ich wollte jetzt aber nochmal Carlo mit ins Gespräch holen. Also als ich von deiner damals erfahren habe, irgendwie, ja, da ist Schimmel in der Wohnung, habe ich so gesagt, naja, was ist denn das Problem? Da ruft man seinen Vermieter an und löst das irgendwie. Und ich war dann in dem weiteren Verlauf und was ich so mitbekommen habe, wirklich vollkommen schockiert und fassungslos. Jetzt habe ich mir überlegt, also als du erfahren hast, da wollen jetzt Leute irgendwie diese Wohnungsunternehmen enteignen, warst du genauso erstmal geschockt oder wie hast du reagiert und wie schätzt ihr das jetzt ein? Findet ihr das gut? Werdet ihr hier im Bezirk auch sozusagen euch dafür stark machen oder wie geht ihr jetzt damit um? Also grundsätzlich werden wir natürlich die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen massiv unterstützen. Also unsere üblen Erfahrungen mit zum Beispiel eben der Deutschen Wohnen, auch wenn die jetzt vorne angenannt wird, das wurde ja mehrfach betont, das betrifft nicht nur die Deutsche Wohnen, das betrifft Vonovia genauso und so weiter. Wir werden natürlich mit Unterschriften sammeln und so weiter, um diese ganze Geschichte zu unterstützen. Nochmal zu der Schimmelwohnung, da muss ich nochmal anmerken. Natürlich haben wir uns ja nun endlos immer wieder an unseren Vermieter gewandt. Wir haben dann irgendwann mit Mietkürzungen auf Anraten eines Anwalts und so weiter, was letztendlich dazu geführt hat, dass wir noch eine fristlose Kündigung obendrauf bekommen haben. Der damalige der Pressesprecher der Deutsche Wohnen, der Herr Rostek, hat in einem Gespräch, als Herr Zahn eigentlich ins Abgeordnetenhaus geladen wurde, hatten wir Herrn Rostek angesprochen, beziehungsweise wir wollten eigentlich Herrn Zahn sprechen, Herr Rostek wurde angesprochen, was das denn soll mit der Kündigung hier und der Zustand der Wohnung und so weiter. Und daraufhin wurde von Herrn Rostek gesagt, von wegen, ach hier Tretterzeile, Herr Korte, naja, an Ihnen werden wir ein Exempel statuieren. So haben die sich dann auch vor Gericht betragen. Also es gab dann mehrere Verhandlungen in der ersten Instanz.
haben wir eine große Schlappe einstecken müssen. In der zweiten hat die Deutsche Boden wohl die große Schlappe einstecken müssen. Fakt ist aber, dass, was vielleicht auch nochmal erwähnt werden muss, wir haben uns ja nicht nur an unseren Vermieter gewandt und um Hilfe gebeten, sondern wir haben uns zum Beispiel auch an die Wohnungsaufsicht hier gewandt im Bezirk. Und wenn man dann sieht, was wir noch da erlebt haben, dass im Prinzip in aller Öffentlichkeit wir dargestellt werden, als wären wir zu blöd zum Lüften. Ja, also wenn in einer BVV auf eine Bürgeranfrage unser Bezirksbürgermeister sich hinstellt und sagt, na Herr Korte, wenn Sie nicht Stoß lüften, das kann man in allen Internets nachlesen, und Schränke noch an der Wand haben, dann dürfen Sie sich auch nicht wundern, wenn Sie Schimmel haben. Ich meine, mittlerweile liegen uns Baugutachten vor, die diese Sachen belegen. Wir hatten auch mehrfach unseren Bezirksbürgermeister gebeten, sich doch mal bei uns zu entschuldigen für seine unglaublichen Aussagen. Verweigert er es ja bis heute. Aber ich meine, wer kontrolliert zum Beispiel die Wohnungsaufsicht? Ja, also da müsste vielleicht auch nochmal darauf geachtet werden, dass halt so eine Institution auch nochmal wieder jemanden haben, der die mal beobachtet. Weil man kann es hier im Bezirk zumindest nicht leugnen, dass es auch einen politischen Charakter hat, warum uns nicht geholfen wurde. Ja, das muss man einfach mal so ganz klar, klipp und klar sagen. Da braucht man auch nicht drum herum reden. Ja, im Prinzip die Antwort, eigentlich hatte ich noch eine Frage in die Runde hier an Karen bzw. Katina, aber die wurde eigentlich schon quasi beantwortet, und zwar geht es tatsächlich um den Schutz von Kleingewerben. Also die sind ja wirklich so gut wie gar nicht geschützt heutzutage, und ich sag mal, auch kleine, so kleine Unternehmen wie meins zum Beispiel, haben ja auch ganz schwer überhaupt in der Öffentlichkeit Unterstützung zu bekommen, auch politische Unterstützung zu bekommen. Da man immer davon redet, naja, die 3, 4, 5 Angestellten, naja, dann sind die halt weg, und kräht kein Hahn nach. Wenn es um große Konzerne geht, VW und so weiter, wenn es dann heißt, von wegen, die wollen 7000 Stellen abbauen, da wird dann natürlich alles, werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das zu verhindern, aber wir Kleinen sind halt ziemlich angeschmiert, sage ich mal. Und da halt einfach die Frage, welche Ideen habt ihr zum Beispiel, um den Schuss zu verbessern? Wenn das okay ist, würde ich, bevor du antwortest, nochmal kurz an euch übergeben, falls ihr sozusagen nochmal Rückfragen stellen wollt oder nochmal eigene Beiträge, wäre jetzt die Option, und dann würde ich nochmal hier eine Runde machen. Und dann hier vorne? Ich fange mal vorne an. Ja. Ich komme aus Wilhelmsruh. Ich bin Mitglied der Genossenschaft, Wohnungsbaugenossenschaft, die in den 50er Jahren gegründet worden ist. Es gibt bei uns im gesamten Gebiet, in der gesamten Genossenschaft, keine Probleme. Wir müssen auch nicht jemandem was abzahlen, außer den bei der Vereinigung festgelegten alten Schulden. Das sind die Werte gewesen, in denen unsere Wohnungen gebaut wurden, dass wir die noch abzahlen müssen. Da haben wir 50 Millionen schon abgezahlt, weitere 50 Millionen müssen noch kommen. Das ist unser Nachteil. Aber ich sage immer, in der Genossenschaft kann man einwandfrei leben. Ich bin selbst Vertreter. Und am Ende des Jahres ist keiner da, der die Hand aufhält, um Profit zu machen. Sodass wir festgelegt haben, schon vor 20 Jahren, dass wir maximal pro Jahr 1% die Mieten erhöhen. Und ich denke, damit kann man leben. Ja, ich hätte noch mal eine Frage. Mein Name ist Klaus Morawski, zu der mit dem Gewerbe. Und zwar, wir haben ja hier im Bezirk immer das Problem, dass auch ja, die Umwandlung von Flächen, entweder von Gewerbe in Wohnungsbau, wie zum Beispiel jetzt in Heilensee, die Tetra-Park-Gelände im Unterberg, aber auch in vielen anderen Stellen wird das gemacht. Und
Einerseits ist klar, es muss Wohnraum geschaffen werden, aber nicht überall zulasten des Gewerbes, weil im Grunde die Leute, die hier leben, die müssen auch über Arbeit haben. Und wie steht die Linke dazu, sich da mehr auch um Gewerbe zu kümmern, auch vielleicht irgendwie zu schützen, auch die Mieten und die Kündigungszeiten, weil im Grunde hier in Reinickendorf haben wir kaum noch Gewerbeflächen. Gerade vor kurzem haben wir an der Landstraße ein neuer Rewe-Markt gebaut worden und es ist groß diskutiert worden, über Parkplätze sollten doch eigentlich Wohnungen gebaut werden. Die haben eine große Parkfläche, einen flachen Bau und wo ist das? Und da wäre es ja sinnvoll gewesen und sowas wird immer noch genehmigt, trotzdem das anders diskutiert wird. Also das ist ein Skandal. Ja, noch einmal zu dem Thema Mietendeckel und Kündigungsschutz würde ich gerne in Erinnerung rufen, angesichts dessen, dass immer gesagt wird, Eingriffe in den Markt und so weiter. Das sind ja Sachen, die im Ersten Weltkrieg zum Schutz der Leute gegen Mietwucher erlassen wurden. Das ist in der Weimarer Republik beibehalten worden. Das ist zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland erhalten worden und ist dann langsam erst aufgeweicht worden, Stück für Stück, durch die Einführung von weißen Kreisen. Und in Berlin-West hat es damals eine riesengroße Unterschriftensammlung mit 500.000 Unterschriften gegeben, um den weißen Kreis zu verhindern. Und es ist nicht zuletzt gewesen, diese Unterschriftensammlung von 1985 und dann 87 die große Demonstration der Kleingärtner gegen den Ausverkauf ihrer Kleingärten von 20.000 Kleingärtnern vom Schöneberger Rathaus, die zum Sturz des CDU- und FDP-Senats geführt haben. Also so ein Blick zurück zeigt auch, was sich bewegen lässt und wo wir wieder hinkommen müssen, wo wir alte Mittel wieder aufgreifen können, die inzwischen quasi abgewickelt wurden. Hallo, schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung an die Trettachzeile. Mein Name ist Daniel Dickmann, ich komme von der neuen Heimat Mitte. Du hattest es eben schon angesprochen, Karen. Neue Heimat war ja der Skandal mit den 300.000 Wohnungen. Die Frage ist, wie kommen wir in die Scheiße, in der wir heute sind? Genau, es geht um deutsche neue Heimat, die 300.000 Wohnungen von dem ehemaligen gewerkschaftseigenen Konzern Neue Heimat. Und da sind wir jetzt eben heute mit Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius, was weiß ich, wer da noch so ist und dann sich kreucht und fleucht. Und deswegen kann ich nur sagen, Michael, wir unterstützen voll und ganz Deutsche Wohnen enteignen, denn es ist am Ende nämlich Notwehr. Und ich will gar nicht davon reden, dass das Kleingewerbe auch am Arsch ist, also Kamel Mode bleibt am Kotti, also die kriegen dann nach 20, 30 Jahren, genauso wie hier, Carlo, dann eine Kündigung und dann heißt es, wir brauchen euch nicht mehr. Also Miete macht Rendite, das sind nämlich genau die Fragen. Und da kann ich nur sagen, also damit muss jetzt Schluss sein, deswegen jetzt ist auch langsam Schluss mit Lamentieren und Reden und drumherum quatschen. Karin, nochmal danke, dass du die Kanzlerin im Bundestag gestellt hast mit deiner Anfrage da und auch wenn dann im Plenum nicht die dann angesprochen werden, nicht da sind, aber ich finde einfach, sind wir jetzt schon wieder im Häuserkampf oder was ist jetzt eigentlich los? Wie lange wollen wir uns das bieten und gefallen lassen und Keti und Pleti ihre Wohnung verlieren und Leute, die psychisch krank sind, die nicht die Kraft haben? Wir haben für uns entschieden, die IG Hub und auch die neue Heimat Mitte, wir nehmen alle mit, auch die nicht mehr kämpfen können. Und deswegen unterstützen wir das und hoffen auf den 6.4. am Alexanderplatz. Dankeschön. Ja, ich möchte noch generell was sagen zu dem ganzen Thema. Es gibt viele Menschen, die sich darüber empören, wie kann das auf einmal sein, Enteignung und so weiter. Fakt ist allerdings, dass Wohnraum genauso wie Energieversorgung einen Grundbedarf abdecken und eine Spekulation mit Grundbedarf sehe ich absolut im Abseits. Das darf nicht sein. Und eine Aktiengesellschaft, die nicht daran interessiert ist, zu modernisieren, die also nicht das Geld, was sie einnimmt, einsetzt, um Erhaltungsmaßnahmen zu machen, sondern um ihre Aktionäre zu befriedigen, das geht auf Kosten der ganzen Gesellschaft. Deshalb ist die Enteignungsfrage für mich überhaupt gar kein Thema, sondern sie ist einfach mal anwendungsbedürftig. Danke. Da hinten ist noch jemand und dann würde ich nach vorne gehen.
Hallo, ich bin die Nicole von der Mieterpartei. Ich wollte mal fragen, heute ist ja das Gutachten rausgekommen. Und ja, danke schön. Und da steht ja auch drin, dass 1995 sozusagen die Verfassung von Berlin gestärkt worden ist, das Eigentumsrecht, wie damit dann umgegangen wird, ob dann Gegengutachten nochmal erstellt wird oder in welcher Art und Weise damit umgegangen wird. Na, vielleicht kann ich das nochmal klarstellen. Ich weiß nicht, ob du später gekommen bist. Michael hatte ja vorhin schon vorgestellt, es gibt jetzt dieses neue dubiose Gutachten von dem Professor, der auch schon den Mindestlohn für verfassungswidrig hielt. Und es gibt aber alle anderen gängigen Rechtseinschätzungen sagen, dass es verfassungsmäßig ist. Unter anderem eben drei rechtliche Gutachten, die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen von Katrin Lomschein in Auftrag gegeben wurden. Und alle drei kommen zu der Einschätzung, ja, es ist rechtlich möglich, alles andere sind politische Fragen. Also insofern, es gibt diese Gegengutachten schon, im Grunde genommen waren jetzt keine bestellten Gutachten, sondern es waren eben drei unterschiedliche und alle drei haben gesagt, ja, es geht. Das nur als Klarstellung sozusagen von mir. Bevor ich jetzt an dich wegen den Kleingewerbe nochmal gehen würde, würde ich dir sozusagen kurz nochmal, weil so ein bisschen tangiert es auch speziell die Berliner Problematik, also es kam die Kritik, warum wird so ein Supermarkt jetzt noch genehmigt, der ist sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, im letzten Jahr fertiggestellt worden oder was läuft da schief? Das grundsätzliche Problem ist, dass die Bebauungspläne in den Bezirken gemacht werden und die Genehmigung nach § 34 Baugesetzbuch mal erst recht. Und das heißt also, das Problem des Bezirksamts in diesem Falle. Was wir aber haben, ist jetzt auch ein Programm zur Überbauung von Supermärkten. Also nicht, um die Supermärkte zu verscheuchen, aber diejenigen, die als Flachbauten gebaut worden sind, dass man die vernünftig überbauen kann und damit das Gewerbe ja auch in einen Kiez integrieren kann. Das ist nämlich, glaube ich, auch das Zentrale an der Flächenkonkurrenz, die wir im Moment haben. Es nützt uns auch nicht so wahnsinnig viel, draußen am Rande der Stadt große Halden von Gewerbe zu haben, und das hat überhaupt nichts mehr mit den Wohngebieten zu tun, sondern wir müssen tatsächlich auch sehen, dass auch in den Wohngebieten es Gewerbe geben kann, weil erstens braucht es eine Nahversorgung für die Bevölkerung, wir brauchen soziokulturelle Infrastruktur, die Kitas, die Nachbarschaftszentren, die ganzen Träger der Drogenhilfe, was auch immer, wir sind da ja so sehr, sehr vielfältig aufgestellt, die haben alle damit zu kämpfen, dass sie in den Wohngebieten keinen Platz mehr finden und verdrängt werden. Deswegen haben wir auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften jetzt den Auftrag, bei Neubauvorhaben immer das gleich mitzudenken und auch den entsprechenden Gewerberaum mit einzubauen. Und deswegen müssen wir da auch zu vernünftigen Mischverhältnissen kommen. Das gilt auch für Tetra Pak. Da muss jetzt nichts auf der grünen Wiese entstehen, sondern wir müssen sehen, dass wir da integrierte Verfahren hinkriegen von Wohnbebauung und Gewerbe, natürlich unter Berücksichtigung von Lärmschutz und allem, was da dazu gehört. Das ist tatsächlich die Herausforderung. Und da ist der Bezirk Reinickendorf am wenigsten hilfreich. Aber das ist natürlich auch ein bisschen unsere Sache. Und da ist ja auch unsere Fraktion sehr, sehr engagiert, da auch für eine andere Stimmung und die Grünen übrigens auch. Und einen anderen Drive zu sorgen, damit auch im Bezirksamt, in der BVV Reinickendorf, da eine andere Politik gemacht wird. Akkus sind endlich, genau. Sitzt vor der Kamera. Oh, Entschuldigung. Also vielleicht eine laute Stimme hat gar nicht kurz. Vielleicht, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Gleich sind die 90 Minuten rum, deswegen würde ich jetzt die Runde hier gleichzeitig zu einer Abschlussrunde machen. Das hatte ich dir jetzt vorher nicht gesagt. Wenn du noch sozusagen ein kurz, ganz prägnantes Abschlussstatement von einer Minute halten willst, würde ich dir die Gelegenheit auch noch gleich geben. Na, dann stelle ich mich vielleicht hin, dann hört ihr mich besser für mein Abschlussstatement. Ich habe jetzt gar nichts zu Deutschen Wohnen Enteignen gesagt.
Es ist aber klar, dass die Linke dieses Volksbegehren nach Kräften unterstützt, und zwar nicht deswegen, weil es ein gutes, nur deswegen, weil es ein gutes Volksbegehren ist, sondern weil es tatsächlich die stadtpolitische Debatte vorangetrieben hat und wie ich an der Presseresonanz sehen kann, nicht nur die stadtpolitische Debatte, sondern die Debatte in der Bundesrepublik und in Europa insgesamt. Wir haben auch auf der Fraktionsklausur am letzten Wochenende Grußbotschaften aus Barcelona, aus Wien und anderen Städten gehabt. Und die gucken alle nach Berlin, was passiert hier. Und es geht auch nicht um schnödes Enteignen, weil schnödes Enteignen findet in der Bundesrepublik jeden Tag statt, wenn wieder irgendwelche Autobahnen gebaut werden sollen oder Tagebaue aufgeschlossen werden, was jetzt hoffentlich bald zu Ende ist. Sondern es geht tatsächlich um eine Vergesellschaftung und Rückführung in gemeinschaftliches, in Gemeineigentum. Und das ist tatsächlich die Riesenherausforderung. Ja, an mich gab es einmal noch eine konkrete Frage zum Thema Gewerbe. Was können wir eigentlich tun, um kleine Gewerbe auch vor Verdrängung zu schützen? Ich meine, wir sehen das ja tatsächlich im gesamten Stadtgebiet, aber nicht nur in Berlin. Es ist ja ein bundesweites Phänomen, dass dort, wo früher der Änderungsschneider war, heute Starbucks ist. Und dass dort, wo früher der Tante-Emma-Laden war, heute der nächste große Super-Discounter aufmacht. Und den kleinen Gewerbetreiben komplett das Geschäftsfeld nimmt. Ich finde Berlin deswegen so eine lebenswerte und sympathische Stadt, weil es hier zum Teil noch anders ist. Weil es hier die lebendigen Kieze gibt, die durchmischt sind, weil es viele kleine Gewerbe gibt. Übrigens auch viele kleine Gewerbe, die für Migrantinnen und Migranten, sage ich mal, die Existenzgrundlage sind. Aber auch für viele Deutsche, scheißegal. Und die eigentlich auch dafür sorgen, dass diese Stadtteile hier durchmischt sind, dass man Begegnungsort hat, dass man den Nachbarn noch kennt. In der Kreuzberger Wohnung, wo ich ganz lange gewohnt habe, bis ich auch dort ja, verdrängt und weggeekelt wurde, da gab es so einen kleinen Tante-Emma-Laden, da konnte man noch anschreiben lassen, wie ich das früher vom Dorf kenne. Und wenn das so weitergeht, wenn wir irgendwie hier eine Entwicklung stattfindet, geschützt durch die Bundesregierung, die dafür sorgt, dass irgendwann die Städte in Deutschland alle so aussehen wie Paris und London, wo in der Innenstadt sich nur noch Reiche und Superreiche eine Wohnung leisten können, dann fällt das auch alles weg. Und auch deswegen ist es wichtig, dieses Thema Schutz vor Kleingewerbe endlich auf die Agenda zu heben. Was kann man alles machen? Genauso wie man Mieterinnen und Mieter auch schützen könnte, durch einen wirkungsvollen Mietenstopp oder durch ein Mietensenkungsgesetz. Könnte man noch kleine Gewerbe schützen, beispielsweise jetzt mal ganz pragmatisch und auch nicht besonders revolutionär, dass man so eine Art Gewerbemietspiegel macht, damit es überhaupt mal einen Maßstab gibt, der da gilt. Oder dass wir sagen, wir brauchen besseren Kündigungsschutz vor kleinen Gewerben, damit es überhaupt längere Vertragslaufzeiten gibt und auch kleine Gewerbe besser geschützt sind. Oder indem wir sagen, da muss das Gleiche gelten wie beim Milieuschutz, dass wir diejenigen, die alteingesessen sind, die zur Lebendigkeit, zur Lebenswertigkeit eines Stadtteils, eines Kiezes beitragen, auch im Milieuschutz berücksichtigen und dadurch vor Verdrängung schützen. Es gab eine weitere Frage an mich zum Thema neue Heimat und wie hat neue Heimat ein Stück weit in der Tat, das muss man sagen, diese ganze Deregulierung der Wohnungspolitik mit vorangetragen. Irgendjemand sagte, dass diese Deregulierung der Wohnungspolitik schon früher eingesetzt hat. Das hat schon in den 60er Jahren eingesetzt, dass man so gesagt hat, okay, das, was man direkt nach dem Krieg gemacht hatte, das kann man jetzt ein bisschen locker, Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Aber der entscheidende Meilenstein war in der Tat die Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit 1989. Da hat man, glaube ich aber, die in der Tat kriminellen Machenschaften im Vorstand der neuen Heimat eher als zum Anlass genommen, um das Kind mit dem Bade auszuschütten. Es war alles vor meiner Zeit, ich habe es nachgelesen, es gab damals einen Untersuchungsausschuss sogar, der sich dieses Thema, der das analysiert hat und der auch ganz klar gesagt hat, das war kriminell und das war Betrug, wo es aber explizit im Abschlussbericht hieß, das heißt aber nicht, dass man jetzt gegen die Gemeinnützigkeit sein muss. Und wenn man sich gleichzeitig die Begründungen anliest, warum die Gemeinnützigkeit damals abgeschafft wurde, dann war das mit der neuen Heimat schon, sage ich mal, ein Argument, aber der eigentliche Anlass war, dass man gesagt hat, das ist ja viel zu teuer, das ist altes Denken, öffentliche Förderung von Wohnungen, das braucht man nicht mehr.
Das ist einfach altes alkoholisches Zeug. Das war dieser neoliberale Zeitgeist, der damals eingesetzt hat. Und ich halte das für völlig falsch. Man müsste es, wenn wir eine neue Gemeinnützigkeit wieder einführen, anders machen. Man muss es demokratischer machen. Wir brauchen die Transparenz der Vorstandsarbeit, aber vor allen Dingen brauchen wir auch Mieterräte, insofern, die da auch den Vorständen demokratisch und transparent auf die Finger schauen. Insofern, wir sind ja auch im Revolutionsjahr, 100 Jahre danach, nach der unvollendeten. Also insofern kann ich sagen, auch in dem Bereich gilt alle Macht den Mieterräten. Und insofern hoffe ich, dass die neue Wohngemeinnützigkeit irgendwann neu und demokratisch wieder eingeführt wird. Ja, auch ihr beide sozusagen kurzes Abschlussstatement und vor allen Dingen jetzt vielleicht nochmal die Frage, also was, wie geht es denn jetzt weiter, was machen wir denn jetzt und vielleicht auch, wie kann man da mitmachen? Also vielleicht könnt ihr das nochmal sozusagen insbesondere, also sowohl hier im Bezirk oder sozusagen im Kiez und Michael dann auch nochmal. Ich würde erst Carlo und dann. Ja, wie es bei uns weitergeht, also wir werden natürlich weiter um den Erhalt dieses Denkmalensembles kämpfen. Wir werden weiter versuchen, den Investor davon zu überzeugen, dass es die bessere Variante ist, das Grundstück an uns zu verkaufen und eine gemeinwohlorientierte Entwicklung hier durchzuführen. Wir freuen uns natürlich immer wieder um neue Unterstützer. Wir sind ja nun auch berlinweit vernetzt. Wir versuchen, andere Initiativen zu unterstützen bei Gerichtsterminen oder Veranstaltungen dort vor Ort zu sein und Flagge zu zeigen für die Mieter dieser Stadt. Wir begleiten natürlich auch immer wieder Mieter zu Gerichtsverhandlungen, die von Zwangsräumungen bedroht sind. Cora hatte vorhin ja auch schon mal den Beamtenverein da angesprochen, auch eine unglaubliche Geschichte. Wir können nur dazu nochmal, ich möchte nur nochmal betonen, also das betrifft vor allen Dingen jetzt zum Beispiel die Vonovia-Mieter, die hier jetzt aus dem Zico-Kiez hier vor Ort sind. Ihr solltet es wirklich möglich machen, euch zu vernetzen. Ihr solltet euch zusammenschließen. Tauscht euch aus, weil das, was ich bisher mitgekriegt habe, was da ablaufen soll, diese Vereinbarung, die ihr bekommen habt, also das in meinen Augen ist es eine riesen Augenwischerei, was da stattfindet. Und wenn ihr euch dagegen nicht wehrt oder zusammenschließt und versucht, was Vernünftiges dazu umzusetzen, dann werdet ihr alle ganz böse irgendwann mal dastehen und vielleicht der ein oder andere wird nicht mehr wissen, wie er die Miete bezahlen kann. So, und jetzt möchte ich gerne abschließen. Also, war die Frage, wie kann man mitmachen? Also am 6.4., das ist die Samstag, 12 Uhr Alexanderplatz, werden wir riesen Tische aufbauen und da werden die Unterschriftenlisten zum ersten Mal an die Leute ausgegeben. Ja, also wir haben drucken 25.000 Unterschriftsbögen, pro Unterschriftsbogen können 5 Leute unterschreiben, da geht das los. Dann wird es überall, es hängt auch von eurer Initiative, überall ab Sammelstellen geben, wo man die Unterschriften hinbringen kann. Man kann sie auch hinschicken, es wird eine Postadresse geben und man kann natürlich auch das Formular auf unserer Webseite downloaden und dann selber Unterschriften sammeln. Also es hängt alles ab so ein bisschen von den eigenen Aktivitäten. Und da bin ich jetzt auch wirklich beim Schlusswort. Also ich sag mal so, ich wohne jetzt seit fast 67 Jahren in Berlin und es ist doch wirklich so, wir Berlinerinnen und Berliner hatten es ja nicht immer so ganz einfach. Ja, also ne, muss ja das nicht weiter ausführen. Und wir haben uns immer durchgebissen durch diese ganze Angelegenheiten, die uns belastet haben. Da und müsstest du ganz gut das Lied kennen, der Insulaner. Ja, kenne ich. Ja, und haben uns durchgebissen. Aber jetzt ist doch wirklich eine Situation eingetreten. Und ich sage ganz anders. Ich würde auch gern ein bisschen mehr auf der Couch sitzen und Fernsehfilme gucken. Oder eine schöne Staffel bei Netflix. Aber jetzt ist eine Situation, das muss jeder verstehen, eingetreten in dieser Stadt, wo sie uns fertig machen wollen. Die wollen uns richtig fertig machen. Und wenn wir jetzt nicht aufstehen und uns alle wehren, dann können wir uns alle in der Uckermark wiedersehen und dann irgendwie einen Postboden nehmen.
Also vielen Dank für eure guten und kraftvollen, engagierten Schlussstatements. Auch nochmal vielen Dank für euch, an euch für die guten Beiträge und die tolle Diskussion auch. Mir wäre es jetzt nochmal ganz besonders wichtig, weil das sozusagen auch sozusagen gerade hier eines der Probleme im Kiez ist, darauf hinzuweisen, dass Robert, also alle Leute, die jetzt in der Vonovia-Siedlung wohnen und sagen, sie wollen jetzt auch aktiv werden, könnt ihr gerne Robert ansprechen und euch sozusagen dazu weiter austauschen. Und für die Mitglieder der Linken oder die Leute, die im Rahmen der Linken zu diesem Volksbegehren aktiv werden wollen, die können gerne mich nochmal ansprechen. Und den kann ich auch noch mitgeben am Samstag, den 30. März, also das ist genau eine Woche bevor die Unterschriftensammlung losgeht, machen wir auch nochmal so ein Aktionstraining oder Schulungstag, wo wir uns selber fit machen. Wie kann ich Unterschriften sammeln? Was sind die drei Argumente, die ich auf Patte haben muss, damit ich sowohl der Oma vom Supermarkt als auch meinem Onkel beim Kaffeekränzchen in der Familie, aber auch meinen Nachbarn das Ding erklären kann und sie davon zu überzeugen, dass sie unterschreiben. Samstag, der 30. März, da könnt ihr gerne alle hinkommen. Da könnt ihr auch mich nochmal ansprechen, wenn ihr daran Interesse habt. Und dann vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal und viele Unterschriften sammeln alle.